Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Angezockt. Ja, ich denke, irgendwas war da gerade mit Strom. Gut, so 17.51 Uhr. Da leuchtet noch alles. Könnt ihr, oh, das Ding aber auch. So, wir nehmen mal unsere Lieblingspistole. So, Pistole hier. Das Ding. Hätte ich gesagt, stellen wir hierher, weil es mich so erschreckt. So, was kommt hierher? So, jetzt könnte man eigentlich das nochmal verbinden mit dem Kabel. Ich habe das Gefühl, dass das aber relativ wurscht ist. So. Da hinten stehen auf einmal Batterie. Guck an. So. Und von hier zu hier. Herrlich. So. Was machen die Batterien hier? So und so. Super. Dann haben wir da noch ein Modul. Warum auch immer nur mal eines. Wir haben ja wesentlich mehr gekauft. Ist auch okay. So, Modul, Batterie, ein Heater. Was brauchen wir noch? Ja, genau, so einen Tag-Nacht-Switch. Und die Straßenlaterne hätte ich heute auch gerne aufgebaut. So. Ja, und da machen wir natürlich noch einen Test. Hey. So. Hier haben wir den hier. Daneben stehen wir, diesmal stehen wir es daneben, ja. Yeah. So. Dann haben wir den lustigen Switch. So. Jetzt kommen wir zum Thema Kabel. Hier, gib mir mal die Kabel. So. Zu so. Und so. Zu so. Na. Zu so. Super. Batterie läuft. Wunderbar. Dann haben wir den Heater, den stellen wir mal daher. Wo sind da die? Okay, wir stellen ihn daher. Ja. So, wir greifen wieder zu den Kabeln. Kabel zu Anschluss. Bam. So. Läuft hier ja auch. On. Ja. Hier wird jetzt nicht geheatet. Also okay. Working Light. Yeah. So, dann haben wir hier die Laterne, die Laterne, die Laterne. Die sehe ich hier auch gerne. Die kommt dann hierher, oder? Ja, die stehen wir einfach da. So, mittig. Super. So, und verbindet die Batterie mit der Laterne. Und wir haben Licht. Wunderbar. So, dann haben wir das getestet, das getestet, das getestet. Herrlich. Wie stehen die darüber? Im Moment brauchen wir die nicht. Vielleicht noch ein Photovoltaikmodul, einfach so. Weil letztens konnten wir es ja nicht mehr kaufen. Vielleicht geht's jetzt. Super, wie sich das Geld immer verändert. Und wir haben sie im Inventar. Wunderbar, Hollerie und Hollera. So, wenn wir das aber nicht lange aushalten können, das Flackern. So, da stehen wir noch einmal das daneben. So, nehmen hier das Gabel. So, und verbinden das hier auch noch mit der Batterie. So, das Flackern entsteht natürlich dadurch, dass zu wenig Strom da ist. Ist aber okay. So, da wird auch schon geheizt, das ist herrlich. Bedeutet, wir setzen hier auch noch Pflänzchen ein. So, Seeds. Ja, wir nehmen das mal die. Ich denke mal, das wird reichen. So, Pflänzchen. Hier. Auch wieder 45, gut. Eine ganze Menge für so ein Feld. Aber okay. So, dann alles einpflanzen. Wunderbar. So. Und schön dunkel wird es jetzt bald. Also gut. Geht uns dann das Saft wieder aus für die Straßenlaterne. So, schön über die Kabel latschen. So, das ist alles Salat. Und dann werden wir eine Hose draus klöppeln. Das machen wir übrigens heute auch noch. Wobei machen wir das eher bei Lichte betrachtet. So. Und hier noch. Oh, wunderbar. So, 10 hätten wir noch.
Ein bisschen Platz ist ja da noch, aber jetzt ist genug mit Platz. So, dann stellen wir da noch eine her. Ach komm, wir stellen die alle da her. So, dann hätte ich gesagt, wir legen uns mal hin. Vorher sollten wir vielleicht noch gießen. Gießen. So. Nö, hier. Oh, der Mond, der Mond. Es ist der Mond, da sind wir schon gewohnt. So, beim Mondlicht werden wir jetzt schön gießen. Oh, die Straßenlaterne sieht cool aus. Sieht cool aus, meine Lieben. So, hier mit dem Wasser mal schön rübergehen. Ja, auch hier. Oh, gießen wir auch die Schlange und ihn hier. So. Schön das Wasser drüber geleert. Die ganze Gießkerne leeren wir da aus, natürlich. Und die zweite Gießkerne aufs zweite Fädchen. So. Ja, und natürlich habt ihr recht, wir müssen beim Deko-Thema natürlich noch das Fähnchen hinstellen. Das Fähnchen. Aber da war ich mir nicht sicher, weil vielleicht verändern wir, was wir drauf pflanzen. So, das Working Light funktioniert auch ohne Strom, das ist gut. Und die Straßenlaterne, jetzt wo wir zwei Photovoltaik-Module angestellt haben, funktioniert auch. Befriedigt etwas, denn dadurch ist nicht so dunkel, weil im Moment es ist schon sehr dunkel, sehr, sehr dunkel. So, Gießkanne leer, da ist noch der Dünger drin, Wahnsinn. So, Gießkanne. Zweite Gießkanne holen wir, die leeren wir natürlich auch über das Feld. Dann schauen wir mal, was dann geschieht. So. Ach komm, mach voll. Ja. Wunderbar. Auch wie neblig es wird, ich glaube, wir sollten schlafen gehen. Wir nähern uns der Geisterstunde. Ganz alleine, umgeben von Weed. Sagen wir es mal so. So, super. Wasser ausgeleert und jetzt schnell nach Hause flüchten. Ab in den offenen Container, da sind wir sicher. Nicht, dass wir hier einen Horrortrip aufreißen. Gut, mit diesem kleinen Miniwagen, ganz einsam auf der Landstraße, neben der Landstraße, ein beleuchteter Container, links und rechts niemand. Und dann die Axt. Gruselig. So, wir legen uns mal hin. Bäm. Oh, schön. So, morgen früh, wenn es wieder heller ist, werden wir dann rein für die Wissenschaft einen Test machen. So, herrlich. Da läuft's noch. Hier kommt auch ein wenig mehr Strom schon in die Batterie. Wunderbar. Dieses Teil hier. Ja, da ist natürlich, was soll ich sagen? So, super. Aber das Working Light funktioniert. Das Ding hier, Gruselding, funktioniert auch. So, dann würde ich mal sagen, wir haben hier die Deko, aber Tabak, hier, Paper, der Inhalt, super. Na gut, Sort Inventor, das ist das, was dann geschieht. Naja, so, auf jeden Fall. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Nur ein Auge, aber sonst hübsch. Die Schlange. Sehr, sehr hübsch. Ein wenig gruselig. Ein wenig schon. Ein wenig schon. So, wir nehmen eine Gießkanne. Einmal gehen wir noch drüber mit Wasser, weil hier ist kein Wasser drin. Warum auch immer. Da ist alles, das könnte man schon ernten. Aber, meine Lieben, wir machen da mal Wasser dran. Ach so, wir haben ja Wasser. So, da ist das Wasser ja auch verbraucht. Uiuiuiui. So. Super. Dann hier. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Wasser. Der Heater brennt das Wasser weg. Alles verdunstet. Wunderbar. So. Ah, schön. So, meine Lieben. Ich würde sagen, für ein Angezockt ganz gut. Mehr testen wir jetzt nicht, weil ich muss sagen, etwas repetitiv das Ganze. Auch das funktioniert hier nicht so, wobei ich das schon einmal gesehen hätte. So.
So, kann man alle weg, natürlich kann man die weg, natürlich. Da. So, super. Wunderbar, wie viel haben wir geerntet? 224, das ist gut. Die wachsen alle noch. Die wachsen auch alle noch. Diesmal gibt es auch Wasser drin. Es ist super. Sehr schön, der Dekotag, sehr schön. Dann hätte ich gesagt, wir probieren nochmal. Nö, Decorations hier. Mal davon und davon. Probieren wir das. Wir probieren das einfach nochmal. So. Warte, nö. Na gut. So, meine Lieben, ich denke mal, das war's für das Angezockt. Alles andere müsst ihr euch ansehen. Vielleicht funktioniert es bei dem einen oder anderen das Zeug hier. Hier hat es eher nicht so funktioniert. Oh doch. So, rollen. Added to your inventory. Hier. Und jetzt? Oh. Das ist nur Lufttesten. Das, Oh. Oh, heftig. Heftig. Wow. Seht nur die Farben. Ich kann Musik sehen. Ich kann Farben schmecken. Wahnsinn. Heftig. Hoffentlich hört das irgendwann auf. Hui. Wie intensiv. Und die Batterie ist voll. Ja, schon langsam steigt's hier. Oh. Oh, Gruselding. Gruselding, geh weg von mir. Heftig. Oh, wie intensiv die Farben, die Blumen. Ah, super. Da wird mir ja übel. Oh, unsere schöne Schlangenstatue. Wunderbar. Hoffentlich hört das auf wieder. Oh. Nur unser Auto bleibt klein. Ja, so ist es, aber ein wenig größer. Schauen wir da mal rein. Oh ja. Die bunten Farben, auch die roten Griffe von sich sind richtig rot. Na jetzt aber. Ziemlich. Wie lange hält das? So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich. Ende des Angezockt. Ihr müsst entscheiden, was ihr davon haltet. Ich lasse das mal so stehen. Bis zum nächsten Projekt. Bis dann. Tschüss.